Genau, also willkommen nochmal zum Online-Talk zu Costa Rica als Vorreiter für Klimagerechtigkeit und biokulturelle Diversität mit Anton Weißenhofer und Georg Grünberg zu Gast als Referenten. Mein Name ist Maya Lu und ich bin Bildungsreferentin am Afroasiatischen Institut in Salzburg und habe eben diese Veranstaltung organisiert und werde den Abend auch moderieren. Dann möchte ich kurz die zwei Referierenden vorstellen. Anton Weißenhofer ist Biologe an der Universität Wien und seit 28 Jahren in Costa Rica wissenschaftlich als Botaniker tätig. Er leitet die Tropenstation La Gamba im Regenwald der Österreicher und ist auch am Projekt Biologische Korridor La Gamba tätig. Georg Grünberg ist Sozialanthropologe und Experte für Lateinamerika, besonders für indigene Gesellschaften ist er Experte. Er lehrt auch an der Universität Wien und er hat in den letzten Jahren mehrmals an Forschungsprojekten und Seminaren der Universidad de Costa Rica in San José teilgenommen. Und er hat gemeinsam auch mit dem Lateinamerika-Institut und der Universität Costa Rica und den Kolleginnen der Tropenstation La Gamba Projekte zu Biodiversität und indigene Gesellschaften an der südlichen Pazifikküste durchgeführt. Genau. Ja, also Anton Weißenhofer wird mit dem Input beginnen und anschließend ist dann Georg Grünberg dran und ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Online-Talk und Diskussionstag. Anschließend, genau. Super. Ja, schönen guten Abend. Danke, Maya, für die Vorstellung. Ich habe einen Vortrag vorbereitet. Ja, perfekt. Ja, Costa Rica Vorreiter für Klimagerechtigkeit und biokulturelle Diversität. Erfahrungen aus Costa Rica und der Tropenstation La Gamba. Maya hat es gesagt, seit 28 Jahren bin ich tätig in Costa Rica. Ich bin Biologe, also ich bin sicher kein Klimaexperte. Ich habe das von Anfang an auch immer vehement, immer wieder gesagt. Aber ich habe mich ein bisschen eingelesen und versucht auch, also diese Klimathematik, die ja gerade heute auch in Österreich wieder diskutiert wurde. Österreich ist ja so ein gewisses schwarzes Schaf, auch in dieser Klimadiskussion, also versucht auch mich etwas einzulesen und quasi den Background auch für den biologischen Korridor, den wir in Costa Rica betreuen und auch aufgezogen haben, also um die Station La Gamba arbeiten wir sehr intensiv daran und da also auch eine Hintergrundinformation versucht zu gestalten für Sie. Lassen Sie mich ein paar Wörter zu Costa Rica sagen. Es ist ja ein besonderes Land, ungefähr zwei Drittel der Größe von Österreich, 5,1 Millionen Einwohner. Das sind 100 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist ungefähr das Gleiche, so wie Österreich im Vergleich. Also wir haben durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit diesem Land. Es gibt diese zwei großen Weltmeere, den Atlantik und den Pazifik. Fantastisch, dazwischen liegt ein sehr hohes Gebirge, höher ist der Großglockner. Ungefähr hier liegt also ein Berg, der ist 3820 Meter hoch. Und das Land ist also sehr, sehr strukturiert. Es gibt dann diese Gebirgskette, die von Nordwest nach Südost verläuft. Und dann haben wir diese Tiefländer am Atlantik, immer feucht. Hier im Norden eine Trockenzeit, ja, von 5 Monaten, ganz anders als hier der Süden, der ist nur 250 Kilometer entfernt, Luftlinie, immer feucht mit 6000 Millimeter Niederschlag. Also unglaubliche klimatische, landschaftliche und orographische Vielfalt. Ein paar Meilensteine. 1502 landete Kolumbus in Costa Rica. 319 Jahre später Unabhängigkeit, heuer 200 Jahre Unabhängigkeit.
man wird sehen, ob die großen Feierlichkeiten stattfinden können, aber man bereitet sich seit langem vor auf dieses wichtige Datum. 1948 Abschaffung des Militärs aufgrund eines Bürgerkriegs, und die Einsparungen hat man seitdem in das Sozialsystem und Bildungssystem gegeben. Darum steht Costa Rica auch in Mittelamerika eigentlich verhältnismäßig stabil da. Man begann dann 1970 mit der Gründung von Nationalparks, ein wichtiges Datum auch, also gerade für mich als Biologe, das dann 1990 in den Ökotourismus mündete, und Costa Rica verschrieb sich in den Ökotourismus. Seit 1996 ist der Ökotourismus wichtigster Devisenbringer. Und naja, wie geht's weiter? 2030 CO2-neutral, geht sich das aus? Schauen wir mal. Ein paar Bilder dieses Landes, dieses vielfältigen Landes. Vulkan Boas, wir sind auf 2800 Meter, fantastisch, ein Nationalpark. Aktuell nicht besuchbar, weil das Gebiet sehr tektonisch aktiv ist und der Vulkan immer wieder ausbricht. Oder hier Vulkan Arenal, der seit etwa 10 Jahren ruht, aber weiß man nicht wie lange. Ein Schildvulkan. Sehr hohe Biodiversität in diesem Land, über 10.000 verschiedene Pflanzenarten. In Österreich zum Vergleich haben wir 3.500 ungefähr. Einer der vielen, der 1.320 aktuell bekannten Orchideenarten. Oder hier auch diese touristischen Zugänge. Costa Rica ist ja ein Land des Ökotourismus und es gibt also Zugänge, es gibt Wege, Systeme. Man kann die Nationalparks besuchen, das ist ja in anderen Ländern oft ganz schwierig der Fall. Dort hat man also auch Einnahmen durch diese Besuche. Es gibt diese Hängebrücken, wie hier zum Beispiel eine Studentengruppe, die eine Palmenblüte beobachtet. Geht man hinauf in die Berge, ein ganz anderes Bild, der Nebelwald an der Waldgrenze. Das sind Eichen, kostarikanische Eichen auf etwa 2900 Meter Seehöhe. Dort lebt auch der Quetzalvogel, einer der 860 Vogelarten des Landes. Auch da ist Costa Rica Spitze. Und dieser Vogel braucht große zusammenhängende Bergregenwälder, also nicht vereinzelte Bäume oder kleine Wälder, sondern braucht große zusammenhängende Wälder. Und die gibt es noch in Costa Rica. Und darum ist es einer der größten Populationen im Talamanca-Gebiet. Der heilige Vogel der Mayas, der Federkranz des Moctezuma, der bei uns im Völkerkundemuseum in Wien liegt, ist mit diesen Federn also geschmückt. Im Tiefland unterschiedliche Tiere, eine Affenart als Beispiel von 135 Säugetierarten, insgesamt das Totenkopfäffchen, das es nur im südlichen Pazifikraum gibt und angrenzendes Panama. Und dann im Norden völlig anders, ein Trockenwald mit Kakteen. Hier regnet es 4 bis 5 Monate kaum bis gar nicht und die Bäume verlieren ihre Blätter und Kakteen fühlen sich sehr wohl. Und im Süden dann Palmenstrände, immergrüner Wald, ein Wildnisgebiet im Nationalpark Corcovado, sehr schwierig hinzukommen, fantastisches Gebiet. Also ein sehr reiches Land hinsichtlich seiner Natur. Dennoch, diese Bilder würden täuschen. Man muss erwähnen, 1940 bis 1997, die Abholzungsrate ging in die Geschichte Costa Ricas ein. Innerhalb von nur 40 Jahren wurde etwa 75% des Waldes abgeholzt und Costa Rica wies eigentlich die höchste Abholzungsrate der Erde auf. Sie können das recht sehen, hier oben links 1940, ja, bis 1996, 97, da ist es ja schon wieder besser geworden, aber schauen Sie 1987, also da war der Wald wirklich fast weg. Warum? Warum hat man so abgeholzt? Es gab unterschiedliche Gründe. Also Kaffee im Hochland, das war schon im 19. Jahrhundert, dann kamen die Bananenplantagen Ende des 19. Jahrhunderts, Ananas dann 50er, 60er, 70er, eher 80er Jahre, Rinderzucht im Trockenwald hier oben im Nordwesten, so in den 60er und 70er Jahren und im Süden um dieses Gebiet herum, hier und auch hier zu sehen, ja, waren es vor allem Edelhölzer, wie zum Beispiel der Purpurholzbaum. Ich zeige Ihnen dann danach noch ein Bild. Costa Rica ist also inzwischen ein Vorbildland und auch ein Vorreiter im internationalen Natur- und Klimaschutz geworden. Kriegt immer wieder Preise, jeder spricht davon, ganz toll.
Costa Rica war aber auf der anderen Seite auch 2011 weltweit der Spitzenreiter im Pestizideinsatz mit 52 Kilo pro Hektar. Ja, das ist jetzt weniger geworden. Schauen Sie, 2019 auf Platz 3 gesunken, da waren es schon weniger als die Hälfte, was man einsetzt. Und Kolumbien ist auch ein Land, das viel einsetzt, 18 Kilo, Ecuador zum Beispiel 6 Kilo im Vergleich. Also auf der einen Seite und dann die andere Seite, das ist nicht gut. Und heute habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt dieses Treibhausgas Brom-Methan. Man hat sich eigentlich geeinigt, dieses Gas nicht mehr zu verwenden. Und gerade jetzt werden wieder in Costa Rica Chemiker und Bauern ausgebildet, Landwirte ausgebildet, um dieses Pestizid einzusetzen. Wo wird es eingesetzt? Ja, Melonen sind da ganz besonders geeignet als Pestizideinsatz für dieses Brom-Methan. Ananas, die man bei uns sehr billig kaufen kann, Tomate, Erdäpfel. Also das ist die negative Seite. Wo wird Costa Rica hingehen? Es gibt einen Plan in sehr vielen Seiten, ich glaube, es sind über 100 Seiten zusammengefasst, den Plan National de Descarbonisation 2018 bis 2050. Ja, sehr schön gestaltet, auch sehr logisch aufgebaut unter dem jetzigen Präsidenten und Umweltministern Rodriguez, der sehr dahinter ist, also dass man das auch durchsetzt. Es gibt im Prinzip drei Etappen, 2018 bis 2022. Dann gibt es die Etappe 2023 bis 2030 und dann ab 2030 bis 2050. Was soll da passieren? Also jetzt gerade werden sozusagen die Fundamente gemacht und Visionen, dringende Aktionen versucht man herauszufinden, um diese dann in eine langfristige Planung fließen zu lassen, notwendige Veränderungen zu machen, auch finanzielle, auch in der Finanz, die Budgets werden gemacht und so weiter. 2023 bis 2030 soll dann dieser Wendepunkt kommen, dieser Klimaneutralität. Man soll also Entwicklung detaillierter Pläne, Implementierung in den Sektoren und dann natürlich auch schon eine Feinabstimmung. Wo können wir nachschärfen? Was können wir tun? Was müssen wir wegnehmen? Wo müssen wir nachgeben? Soll also in dieser Phase gemacht werden. Und in der dritten Phase 2030 bis 50 die Verbreitung, die Stabilisierung im Prinzip, die Kontinuität und auch die Reflexionen schon auf die ersten Reaktionen. Wie reagieren die Märkte? Wo müssen wir jetzt wieder eingreifen, um in die richtige Richtung gehen? Wie können wir unterstützen? Also diese drei Phasen, ganz interessant. Es kommt jetzt noch eine Folie mit viel Text. Ich möchte da nicht auf alles eingehen. Aber man hat also 10 Punkte, Drehachsen dieser Dekarbonisierung zusammengefasst. Ja. Es geht da sehr oft um Mobilität. Das ist ein großes Thema. Ja. Ob das jetzt der Einzelverkehr ist oder ob das jetzt Gütertransporte sind, ob das jetzt Flug sind und so weiter. Dann geht es natürlich die Vermeidung not of fossil origin, ganz klar. Dann geht es aber schon lowest emission possible, also man schaut, dass die Emissionen niedrig gehalten werden. Gebäude Nummer 5 zum Beispiel, also ganz ähnlich eigentlich auch wie bei uns. Wer sich bei uns das einmal angesehen hat, es gibt ja auch diesen Bericht und diese Strategie in Österreich, wie man dorthin kommt. Und dann gibt es diese Cross-Cutting-Strategies, die also parallel laufen. Was uns vielleicht oder mich als Biologe interessiert, ist also diese Konsolidierung und das Management von diesen ruralen, auch urbanen Regionen, vor allem aber auch der Schutz der Biodiversität. Also es geht nicht nur um das Klima, das ist ganz wichtig, aber es muss auch die Biodiversität erhalten werden. Und das ist zum Glück, muss ich schon sagen, jetzt ein Wort, das in letzter Zeit immer auch gemeinsam mit dem CO2 und mit dem Klima genannt wird. Also nur Klimaschutz ohne Biodiversitätsschutz wird wahrscheinlich nicht gehen. Und das Ganze soll passieren, Sinde Chara Nadia Atras. Das liest man auch immer und da ist Costa Rica sehr dahinter, also ohne jemanden auch zu benachteiligen. Ja, ob das jetzt Volksgruppen sind, ob das jetzt Frauen sind, Kinder, also jeder soll auch seine Rechte
dabei haben. Ja, Elektrizität, wenn Sie ein bisschen schauen und suchen CO2 und Costa Rica, werden Sie lesen, Costa Rica nimmt bis zu 99% seiner Energie bereits aus erneuerbaren Energiemethoden. Und da hat Costa Rica natürlich auch aufgrund seines Reichtums wirklich Glück. Also Wasser ist im Prinzip genug da. Es gibt Flüsse, es gibt Staukraftwerke. Dann gibt es auch diese geothermischen Kraftwerke. Immerhin 12,8% hier. Ja, das ist die Statistik aus 2015. Da hat sich sicher etwas geändert. Ja, ich habe keine neuere gefunden, aber da hat sich was geändert. Wahrscheinlich werden das jetzt schon Richtung 20% sein. Windkraftwerke, Solar- und auch Biogasanlagen sind in Costa Rica eigentlich ganz wichtige erneuerbare Energien, vor allem Biogas, auch in den kleineren Bauernhöfen, die ihr eigenes Gas produzieren aus den organischen Abfällen. Das kennt man bei uns eigentlich sehr wenig, aber in Costa Rica ist das eigentlich ganz was Übliches. Also da ist Costa Rica wirklich spitze. Die weltweit größten Verursacher von CO2. Na klar, an erster Stelle sehen Sie China. Das ist, ja, man weiß, die bösen Chinesen, dann kommen die USA, dann kommt die EU und so weiter, dreht sich das im Kreis. Irgendwann kommt einmal Österreich an 50. Stelle. Ja, ja, die Costa Ricaner sind viel weiter hinten. Aber was heißt das? Das sind übrigens Millionen Tonnen CO2. Ja. Österreich zum Beispiel 2019 ist es zurückgefallen von Stelle 50 auf Stelle 34. Also wir haben uns verschlechtert und wir stoßen wesentlich mehr CO2 aus. Also wir sind nicht brav. Die Costa Ricaner sind 2019, ich habe 2020 weggelassen, das war so ein Ausnahmejahr, 2019 an 109. Stelle. Ja, also weit hinter uns eigentlich. Und laut Forschern sollte man so einen Durchschnitts-CO2-Ausstoß pro Person von 2,7 Tonnen im Jahr, also das ist erlaubt, ja, 2,7 Tonnen. Schauen Sie, die Costa Ricaner haben 1,78, also die sind eigentlich brav, und die Österreicher haben 8,16, die sind also schlimm. Ich nenne es jetzt ein bisschen plakativ. China ist der größte Klimasünder, stimmt das? Ich bin kein Klimaforscher, aber China hat inzwischen die größten Kapazitäten an Wind- und Solaranlagen und China macht auch große Wiederaufforstungsprojekte, also keine Wiederbewaldungsprojekte, sondern Wiederaufforstungsprojekte. Also die Chinesen schauen zumindest, ja, dass sie etwas tun, um mit dem CO2 runterzukommen. Und das war so eine Sache, das ist eine Sache, die muss man, wenn man diese Zahlen nimmt, eigentlich immer mit berücksichtigen. Und das war meines Erachtens so eine gewisse Überraschung. Aha, ja, natürlich. Was ist jetzt eigentlich, was muss man in einem Land zurechnen? Nur das, was er verbraucht, das, was er erzeugt und auch das, was er einführt und auch das, was er ausführt, wie schaut denn das überhaupt aus? Und da findet man eigentlich die wenigsten Zahlen. Die versteckten Emissionen im Warenhandel. Also da geht es um die Importe und die Exporte und um diese Klimabilanz. Die Daten sind rar. Beispiel Klimasünder China produziert 2016 10,8 Millionen Tonnen, dafür aber für die USA 40%. Für die Europäer 30% und territorial bleiben also weniger als 30% eigentlich über. Ja? Und die USA nehmen diese CO2-Ausstöße der Chinesen aber nicht für ihre CO2-Bilanz und die Europäer eigentlich auch nicht. Ja? Die bleiben irgendwo, sage ich mal, dazwischen hängen. Man bucht sie den Chinesen zu und das ist eigentlich nicht fair. Und da muss man ein bisschen aufpassen und das, da muss also auch meines Erachtens auch Costa Rica natürlich aufpassen, dass man dieses CO2, das da produziert wird, nicht unter den Tisch fallen lässt. Ja, das ist eine gewisse Gefahr meines Erachtens. Also die Berechnung schaut so aus, dass ein Netto-CO2, das sind also die Importe minus die Exporte und dann kommen diese territorialen CO2-Emissionen dazu und dann habe ich eigentlich diese CO2-Bilanz eines Landes.
Costa Rica zum Beispiel, Wareneinfuhr 2019 16,1 Milliarden, Ausfuhr 11,4. Da müsste man also diese Differenz dann hernehmen. Ja, das eine wird den Ländern zugerechnet, die das importieren, und Costa Rica wird zugerechnet, was es also einführt, und dann noch diese eigenen dazu. Dann haben wir eigentlich diese richtige Zahl. Und wie wird zum Beispiel Costa Rica die importierten Waren wie die Solarzellen aus China berechnen? Ja, finde ich ganz eine interessante Sache. Eine Grafik so aus 2019, wo wird das Bruttoinlandsprodukt eigentlich erzeugt, ja, prozentuell gesehen. Und da sieht man also dieser große Bereich, 75,4% sind die Dienstleistungen, hauptsächlich Tourismus. 20% habe ich so einen Produktionsbereich. Ja, da wird schon, also Intel zum Beispiel hat eine große Fabrik, also Mikrochips und so. Also Costa Rica versucht auch zu diversifizieren. Also nicht nur Tourismus, nicht nur Dienstleistungen, sondern auch einen gewissen Teil an Industrie und natürlich auch die Landwirtschaft, 4,6%. Rechts haben die Erwerbstätigen dazu. Das ist also ähnlich gelagert. Wie geht man da um? Das ist großteils Tourismus. Wie kommen die Touristen nach Costa Rica? Die meisten fliegen entweder aus den USA oder aus Europa. Wer kriegt das aufgebrummt? Ja, wer fühlt sich verantwortlich, das quasi zu übernehmen? Es geht ja einerseits um Costa Rica, aber es geht ja auch um die ganze Welt. Das CO2 kann man nicht einfach weglassen. Also das wird spannend. Dem CO2, es ist ja eine sehr gute Verbindung. Wir wissen, ein Kohlenstoff, zwei Sauerstoff. Ja, und irgendwie so, das schwirrt also in der Luft herum. Ja, wo das CO2 eingebaut wird, ist dem CO2 so ziemlich egal. Nicht? Also das nimmt das, was es kriegt. Die Pflanzen nehmen das CO2 und bauen es ein. Je mehr da ist, umso, für die Pflanzen ist ja das gar nicht schlecht. Ja, das ist ein Molekül, ein Kohlenstoff, zwei Sauerstoff. Und dann gibt es diese berühmte Formel der Photosynthese, also 6-mal Wasser plus 6-mal CO2 gibt also Sauerstoff, und C6H12O6 ist der Zucker. Viele Zucker ergeben Stärke, Pflanze baut organische Substanz auf und wächst. Und dieses CO2 mit Hilfe der Lichtenergie habe ich also diese Photosynthese, und es entsteht also Glucose, Zucker und dann Stärke. Ja, Sauerstoff wird abgegeben. Und das kann eingebaut werden, dieses CO2, in eine Ölpalme. Das ist überhaupt kein Problem. Das CO2 wird der Luft entnommen. Und oftmals macht man keinen Unterschied, wo das CO2 eingebaut wird. Jeder redet nur CO2 einbauen. Und darum sage ich, die Biodiversität ist ein wichtiges, das ist etwas ganz Wichtiges, was man mit dem Klimaschutz immer in Zusammenhang bringen sollte. Weil was passiert mit den Ölpalmen? Ja, ich will die Ölpalme überhaupt nicht schlecht machen. Was passiert mit ihr? Ist eine Kulturpflanze, die irgendwann wieder mal abstirbt oder quasi gespritzt wird mit Pestiziden und dann zum Absterben gebracht wird und ist also ökologisch eigentlich nicht sehr wertvoll. Es ist zwar dem CO2 wurscht, aber es ist ökologisch nicht wertvoll. Was machen wir zum Beispiel in La Gamba? Wir versuchen, das CO2 ökologisch sinnvoll einzubauen. Das ist eine Jungpflanze eines relativ seltenen Baumes, ja, ein Keimling, und der wächst dann, die züchten wir, alle diese Bäume werden von uns selbst aufgezogen, bis zu 200 verschiedene Arten, und diese bauen dann dieses CO2 ein, die werden dann ausgesetzt, diese Bäume, in dem Fall von einer Kollegin aus Costa Rica. Und dann entsteht im Laufe der Zeit, vielleicht nach 50 Jahren, könnte durchaus sein, ein wertvoller Wald, der auch für Tiere und Pflanzen ein Refugium ist, ja, ein Habitat ist. Und das sind dann resiliente Ökosysteme, sehr widerstandskräftige Ökosysteme, die auch lange Zeit erhalten bleiben werden. Wir kommen jetzt Richtung Süden. Was wir machen in La Gamba. Dieser Wald in La Gamba war in den 1980er Jahren sehr stark bedroht. Ja, ich habe schon gesprochen, es gab diese Edelhölzer, die
abgebaut wurden. Das hängt mit allen möglichen zusammen, aber diese Edelhölzer waren halt etwas. Der Wald war noch da, alles andere war weg. Die United Fruit Company war in dieser Gegend etwa 50 Jahre tätig und die sind von heute auf morgen abgezogen. Und die örtlichen Bauern haben wirklich gelitten. Und die sind halt in den Wald und haben diese Edelhölzer rausgeholt. Das Foto habe ich 1993 gemacht. Hauptsächlich war es dieser Purpurholzbaum. Wunderschöner Baum, man versteht das, wirklich ein Edelholz. Haben wir also rausgeholt. Und es ist aber, das war hier in der Gegend, wenn Sie schauen, also da ist Costa Rica und hier gibt es diesen Wald, das ist der Esquinas-Wald oder Nationalpark Piedras Blancas oder auch Regenwald der Österreicher bei uns in Österreich genannt. Die Österreicher besitzen aber nichts von diesem Nationalpark. Es ist sozusagen, man hat geholfen, dort diesen Wald freizukaufen. Und das ist also auch gelungen, weil dieser Mann hier, das ist Michael Schnitzler, der Enkel von Arthur Schnitzler, der hat 1991 den Regenwald der Österreicher in einen Verein in Österreich gegründet. Er hat also gesehen, wie in den 80er Jahren in Costa Rica entwaldet wurde, diese Edelhölzer rausgeholt wurden. Er war vor Ort und hat sich dann erkundigt, ob man da nicht helfen kann. Und die Regierung hat gemeint, ja, das sind Privatbesitzer, man muss den Regenwald abkaufen. Aber wenn er Geld hat, dann soll er es bitte bringen und sie kaufen also diesen Wald frei. Und er hat es dann gemacht und es ist dann wirklich gelungen, also große Teile dieses Waldes zu kaufen. Gleichzeitig mit diesem Naturschutzprojekt entstand aber auch die Idee, diesen Wald, diesen Esquinas-Wald, der Regenwald der Österreicher, zu erforschen. Und es wurde dann diese Wellblechhütte angekauft, das war 1993, und mein Kollege, der Werner Huber und ich, wir sind zu dieser Zeit in die Region gekommen, haben unsere Masterarbeit damals geschrieben. Es war eine gewisse Aufbruchsstimmung und mit Unterstützung der Universität Wien und Professoren und so weiter haben wir also aus dieser Wellblechhütte eine Feldstation gemacht, eben die Tropenstation La Gamba, die kann man besuchen, da kann man forschen. 40 Schlafplätze, es gibt eine Infrastruktur, es gibt eine gute Basis für Forschung und Naturschutzprojekte. Also schöne Sache. Ein Labor hat die Universität Wien eingerichtet. Ja, es finden jährlich Exkursionen statt. Es wird geforscht, Grundlagenforschung, aber auch eben Forschung im biologischen Korridor, der von uns betreut wird. Das wird immer moderner. Und im Laufe der Zeit, das ist alles parallel gelaufen, die einen haben geforscht und die anderen haben gespendet. Wir hatten auch also so sozioökonomische Projekte laufen, ein Schulprojekt haben wir laufen. Und irgendwann hat es geheißen, naja, der Regenwald der Österreicher, dieser Nationalpark, ist großteils eigentlich freigekauft und man kann sagen, er gilt als gerettet. Das war toll. Also diese Nachricht zu hören 2010, was machen wir jetzt? Das ist eigentlich, wir sind jetzt arbeitslos, nicht? Der Wald ist gerettet. Man hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir denken weiter und es hat wenig Sinn, so Schutzflächen zu machen, nicht? An einer Stelle eine Schutzfläche und die andere irgendwo anders, quasi einen Nationalpark punktuell zu machen, sondern Tiere, Pflanzen, auch Mensch, braucht ja auch ein Dasein. Er hat eine Daseinsberechtigung und braucht auch Fläche, wo er sich aufhalten kann. Und die Tiere und Pflanzen müssen also wandern. Also wir machen einen biologischen Korridor. Wir verbinden diese Schutzflächen und versuchen mit den Menschen, die dort leben, auch eine nachhaltige Lebensweise zu gestalten. So gut das geht natürlich. Ja, das ist alles visionell, das ist mir völlig klar. Aber wir glauben, dass es geht. Und wir sehen auch schon, also es tut sich etwas. Also dieser Wald galt als gerettet und wir haben also begonnen, diesen biologischen Korridor zu installieren. Was ist ein biologischer Korridor? Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe so eine ganz einfache genommen. Ja, also Korridore sind naturnahe Ökosysteme, also keine Urwälder oder so, sondern naturnahe, die isolierte Lebensräume miteinander verbinden und dadurch Wanderungen von Organismen fördern und genetischen Austausch ermöglichen. Also ich habe einen Nationalpark, da einen Nationalpark oder einen Wald und dazwischen sozusagen mache ich diesen Korridor. Und der Mensch ist Teil dieses Korridors. In einem Nationalpark ist der Mensch im Prinzip ausgeschlossen, aber in einem biologischen Korridor spielt der Mensch eine wichtige Rolle. Das kann man jetzt nehmen von ganz groß her, indem also zwei Kontinente miteinander verbunden werden, Nordamerika mit Südamerika. Es gibt dann diesen mittelamerikanischen biologischen Korridor, der Pfad des Jaguars, wo
die ganzen mittelamerikanischen Länder auch mit tun. Diese grünen Flächen, sieht man, sind Wald. Die orangen Flächen sollen diese Korridore werden. Und da merkt man schon, dass eigentlich Grün in manchen Ländern schon ganz wenig ist. Ja, nur mehr an der Ostküste hier, wenn ich jetzt da zum Beispiel Nicaragua hernehme, ist die Westküste ist eigentlich komplett entwaldet worden. Ja, aber im Osten gibt es noch was. Hier sind große Flächen, aber auch der Westen ist einfach trockener und dadurch eignet sich besser für Landwirtschaft, Rinderzucht und auch die alten Kulturen waren hauptsächlich an der Westküste. Wenn ich das weiter herunterbreche auf Costa Rica, dann sehe ich folgendes Bild. Ich habe diese dunkelgrünen Flächen, sind die Schutzgebiete und die hellgrünen eigentlich die Korridore, die diese Flächen verbinden sollen. Und da sieht man, das sind schon sehr, sehr viele. Ja, die sind noch nicht alle existent, aber das Vorhaben ist eigentlich da und es gibt diese sogenannte Red de los Corredores Biológicos, also ein Netz von biologischen Korridoren. Und dort, wo der Pfeil ist, sehen Sie La Gamba und das ist eine prioritäre Region aktuell. Warum? Weil der Golfo Dulce und diese Halbinsel Corcovado, also dieser Teil, hier ist der Golfo Dulce, hier ist die Halbinsel Corcovado und dieser Teil, diese Golfo Dulce Region ist extrem divers, also einer der artenvielfältigsten Regionen der Erde, sicher vielfältigste Mittelamerikas. Und darum wird das prioritär behandelt. Das jetzt noch einmal heruntergebrochen auf die Region eben Golfo Dulce. Sieht man hier ist dieser Nationalpark Piedras Blancas. Hier ist der Nationalpark Corcovado. Das sind die großen Nationalparks. Und hier oben gibt es dann noch Nationalparks. Amistad und dazwischen sind unterschiedliche Schutzzonen. Da sind sehr viele Zahlen und Nummern. Das zeigt auch, dass eine gewisse Politik dahinter ist. Nicht? Welches Schutzgebiet teilen wir zu? Aber der Hintergrund der ganzen Sache ist, dass man im Prinzip diesen Park mit diesem Park und mit diesem Park über unterschiedliche Schutzgebiete und Korridore verbinden will. Wir in La Gamba sind bei dieser Fläche dabei. Eins, das ist Amistosa, der biologische Korridor Amistosa, Amistosa von Amistad, das ist dieser Park, mit Osa, das ist dieser Teil, soll der verbunden werden. Und wir in der Station kümmern uns um diesen etwas dunkleren Teil. Dieses ganze Gebiet hat etwa 1000 Quadratkilometer. Ja, das ist ein Bild, also von der Station mit einer Drohne hinaufgeflogen und ein Foto gemacht. Dann hat man dieses Bild und das schaut sehr schön aus und man glaubt, es ist alles Wald, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Dazwischen in den Ebenen habe ich sehr viele intensive landwirtschaftliche Flächen und da wird versucht, also diese Waldstücke nicht komplett zu isolieren, sondern diese versuchen, dass sie zusammenhängend bleiben. Warum? Diese Berge da hinten sind etwa 1700 Meter hoch. Und unten im Tiefland gehe ich von 0 bis 500 Meter im Regenwald der Österreicher und dann erst hinauf. Das heißt, ich habe auch diesen Bergregenwaldanschluss. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Also vom Tiefland bis zum Bergregenwald. Wozu braucht man das? Ich habe es ein paar Mal jetzt schon erwähnt, aber lassen Sie mir noch ein Foto zeigen. Ja. Selbst aufgenommen, ein Faultier will die Straße überqueren, die Interamerikaner, weil es schwierig ist, von links nach rechts zu kommen. Und das sind so klassische Grenzen eigentlich, die für Tiere oft nicht überwindbar sind. Ja. Wir in Europa, für uns ist das schon völlig normal. Nicht? Also die Autobahnen zerschneiden die Landschaft, wir sind das gewohnt. Aber in diesen wesentlich naturnahen Ländern eigentlich ist das noch möglich, die Biodiversität zu erhalten. Und ich denke, das sollte man machen. Oder ein Affe, der über eine Stromleitung klettern wollte und leider auf beide Leitungen Kontakt hatte und dann mit einem Stromschlag getötet wurde. Wie kann man solche Korridore bilden? Wir in La Gamba machen also Wiederbewaldung. Ja, ich spreche jetzt absichtlich nicht von einem Forst, sondern von einer Bewaldung. Eine Wiederbewaldung mit einheimischen
Baumarten, also nicht irgendwas Eingeführtes, nur einheimische Baumarten oder auch eine Restauration und Waldschutz. Das ist keine Nutzung angeschlossen. Also das sollte im Prinzip wieder ein Urwald werden, wenn man so will, in 50 oder 100 Jahren. Ganz wichtig ist auch die Begrünung der Flussufer. Lebende Zäune, Hecken oder diese Agroforstsysteme, Permakultur bei uns bekannt, werden also immer wichtiger. Das, die Nummer 5 ist gerade für die Menschen, die in diesen Korridoren leben, ganz etwas Wichtiges. Das ist eine nachhaltige Landwirtschaft, die also gefördert werden soll und auch für die Ernährung der dort lebenden Menschen etwas ganz Essentielles und Wichtiges ist. Da könnte man jetzt eigene Vorlesungen machen drüber natürlich, aber um zu betonen, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir auch machen. Um das alles jetzt zu bewerkstelligen, haben wir die alte Schule aus La Gamba, haben wir also angemietet und haben dort eine Baumschule aufgebaut, haben dort eine Permakultur aufgebaut und machen dort eine ökologische Landwirtschaft. Dort gehen wir in den Wald, sammeln unterschiedliche Samen, Jungbäume, kultivieren diese, bis wir sie also dann zum Aussetzen bringen. Das ist eine kleine Auswahl solcher Pflanzen. Man kann dort nicht einfach in eine Baumschule gehen und sagen, ich brauche jetzt 1000 Bäume von dem und 1000 von dem. Das gibt es eigentlich nicht. Es gibt so, ja, also bei uns würde man sagen Zimmerpflanzen oder kultivierte Pflanzen, aber natürliche Bäume aus dem Wald kann man nicht kaufen. Man muss da vielleicht an dieser Stelle erwähnen, es gibt in der Region 600 verschiedene Baumarten. Um einen Vergleich zu haben, in ganz Mitteleuropa haben wir etwa 50 und dort nur in der Region 600. Wir setzen bis zu 200 unterschiedliche. Die muss man einmal kennen und das machen wir alles selber. Für unsere Bemühungen, auch ökologisch natürlich zu arbeiten, bei uns gibt es keinen Pestizideinsatz, auch keinen Kunstdünger, haben wir diese Bandera Azul Ecologico bekommen seit 2017, das war die 2019er und in wenigen Tagen werden wir wahrscheinlich die 2020er bekommen und das ist gut so. Wir waren also die erste Finca in der Region und kriegen daher auch sehr viel Besuch von den Einheimischen, die sich das anschauen wollen. Wir haben dann begonnen 2012 gemeinsam mit der Universität Wien natürlich und BOKU eine große Finca anzukaufen. Der Regenwald der Österreicher ist also auch an uns herangetreten oder gemeinsam haben wir gesagt, wir arbeiten an diesem Korridor und so manche Grundstücke waren zum Verkauf frei. Durch eine Bodenermüdung ist da nichts mehr gegangen und die Einheimischen wollten das also loskriegen und wir haben gesagt, okay, wir probieren so eine Waldrestauration. Die Einheimischen haben auch gesagt, ihr habt einen Vogel, aber es ist gelungen. Also wir haben dann begonnen, 2012 bis 2015 12.000 Bäume, unterschiedliche, 200 verschiedene Baumarten dort zu setzen. Das ist die sogenannte Finca Amable. Und mit Rainforest Luxemburg, ein Verein, der uns unterstützt, die waren also auch zu der Zeit vor Ort und wir haben da gemeinsam diese Aktion gemacht, gemeinsam mit Einheimischen. Auch die Polizisten waren dabei, der Bürgermeister war dabei. Und das Ganze ungefähr 2,5 Jahre später, die gleiche Stelle, ja, ich gehe nochmal zurück, also diese Stelle, 2,5 Jahre später, die gleiche Stelle dann 2018. Und das war heuer im Februar. Also aus dieser Fläche ist ein Wald geworden. Das hat wirklich gut funktioniert und die Tiere kommen dort auch zurück. Ich zeige euch dann Fotos noch, wie man sieht, dass diese Tiere zurückkommen. Wir haben begonnen 2007 klein, das ist dann immer größer geworden und seit diesem Jahr haben wir 73 Hektar bewaldet, 51.828, also jetzt jeder Baum bei uns hat eine Nummer, also wir führen da genau Buch, gesetzt aus über 200 Baumarten, vorwiegend um La Gamba. Das ist also hier, das ist jetzt eine Karte von oben. Hier ist La Gamba, hier ist die Station, hier ist der Golfo Dulce, hier ist dieser Piedras Blancas Nationalpark und hier ist San Miguel. Das ist dieses Küstengebirge, da stauen sich auch die Wolken und da haben wir eine Außenstelle und da oben sind wir auch sehr aktiv. Ja. Insgesamt 434 Hektar Schutz. Wie viele Tonnen CO2 wurden gebunden? Man hat das auch ausgerechnet, 37.000
Tonnen. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich ist 8,2 Tonnen. Ich habe da noch Luxemburg drinnen und die USA, also die haben etwa doppelt so viel. Also wir haben schon einen Beitrag geleistet, hätte ich gesagt, zur Reduktion des CO2. Mit welchen Baumarten setzen wir? Es sind ökologisch wertvolle Baumarten. Was heißt das? Ein Beispiel, Kapokbaum. Kennt man vielleicht, jeder, der mal in Südamerika war, kennt diese riesigen Übersteher, ganz tolle Bäume. Heilige Baum der Mayas, ja, fantastisch. Und diese Bäume bilden Früchte aus, das sieht man da oben rechts. Und da drinnen ist eine weiche Wolle, seine Pflanze ist verwandt mit der Baumwolle. Und diese weiche Wolle wird von bestimmten Vogelarten genutzt, um ein Nest zu bauen. Also eine ökologisch wertvolle Art ist, dass manche Tiere Futter oder auch Nestmaterial haben. Also eine Art, die nicht nur dasteht, weil sie schön ist, sondern weil sie auch eine Funktionalität hat. Oder dieser schön für uns gelbblühende Baum hat ein wertvolles Holz, sieht man hier rechts, sehr hartes Holz. Und eine ganz verwandte Art aus der gleichen Gattung, da werden die Knospen und Blüten gerne gefressen von den Brüllaffen zum Beispiel. Also diesen Baum setzen wir auch gern. Kann ja, und das hat da. Kurz ja? erwähnen, dass der Georg bald drankommen sollte, sonst wird es zeitlich knapp. Ja, ich bin aber schon fertig. Okay. So, ja, da sieht man auf dieser Grafik die Zunahme. Da haben wir jetzt 1940 75% Wald, ja, ist dann runtergegangen auf 21, 1987 und jetzt wieder gestiegen auf 52%. Also der Wald hat zugenommen. Auf dieser Grafik das Ganze noch einmal, also gelb war quasi, ist nicht Wald und grün ist Wald. Das war nur 2005 links und 2010 rechts, also da sieht man, Wald nimmt zu, obwohl es auch hier wieder zu Fragmentierungen kommt. Ne? Das ist schon ganz, ganz interessant. Also das muss man sich im Detail anschauen, würde ich sagen. Ja, und die Tiere kommen zurück. Das sind Tapirspuren in La Gamba, nach 30 Jahren wieder gesehen. Ich lasse es jetzt nur schnell durchlaufen. Da kommen jetzt einige Tiere, die wir mit Fotofallen aufgenommen haben. Ja, da hängt so eine Kamerafalle und hier sind also die Tiere. Ja, das ist ein Agouti zum Beispiel in diesen Flächen, die wir wieder bewaldet haben. Oder hier ein Tuberkelhocko, das männliche Tier dazu. Wildschweine auf einer ehemaligen Viehweide innerhalb weniger Jahre. Ein Ameisenbär oder hier ein Tolomuco, ein marderartiges Tier oder ein Ozelot. Oder ein Puma oder auch der Jaguar. Also die Gegend ist eine Gegend, wo der Jaguar noch vorkommen kann, weil die Waldstücke nicht isoliert sind. Gut, wie geht's weiter? Wir arbeiten sehr eng mit den kostarikanischen Behörden zusammen und da finden immer wieder Sitzungen statt. Meistens so alle 3 Monate und da werden Strategien entworfen. Wir sind da dabei. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sitzung der letzten Tage. Also Umwelterziehung wird gemacht. Dieser Korridor muss ja gefüllt werden mit Information. Baumschulen werden gemacht, Wiederbewaldungen. Weiterbildung ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt und vor allem also die Verbesserung der Partizipation der Bevölkerung. Ja, das ist unser Team in La Gamba. Das ist das Copiga-Team, die arbeiten im Korridor. Und das ist das La Gamba-Team. Es sind doch einige Leute, also Station ist auch wichtiger Arbeitgeber. Okay, super. Das war's. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber der Georg hat mir gestern auch die Erlaubnis gegeben zur Entschuldigung, muss ich sagen. Ja, es ist super, wenn ihr das eh abgesprochen habt. Na, danke dir, Anton, für wirklich einen spannenden Beitrag und ich übergebe gleich an Georg, damit er auch noch genug Platz hat. So, dann beende ich jetzt die Nutzung. Super. Ja, hallo. Da komme ich jetzt dann, wunderbar. Also Anton, vielen Dank für diesen großartigen Vortrag. Also mit so viel auch interessanten und neuen Sachen für mich, finde ich ganz toll. Auch danke Maya, dass du das alles in die Wege geleitet hast. Und ich möchte mich jetzt eigentlich ganz kurz als Ergänzung hineinbringen, weil
das wichtigste Tier auf unserer Welt kommt da eigentlich nicht so vor. Das sind ja wir Menschen. Ich sage das jetzt ein bisschen polemisch, aber wir wissen ja, dass, das hat auch der Alexander von Humboldt schon festgestellt, es gibt sozusagen ein Netz des Lebens und dabei spielt der Homo sapiens, also wir Menschen, weltweit, überall dort, wo es Photosynthese gibt und etwas zu essen produziert werden kann, spielen wir eine ganz herausragende Rolle. Das heißt, wie manche auch sagen, die vor allem mit dem Naturschutz betreut sind. Sie sagen, das gefährlichste Lebewesen, das sind wir selbst. Und wir sind aber Teil der Ökosysteme und auch Teil dieser großartigen biologischen Vielfalt, die wir in Costa Rica gesehen haben. Nur ganz kurz dazu, das ist, glaube ich, der Begriff der biologischen Vielfalt ist mittlerweile bei uns in Europa, ist uns klar geworden, dass das ein ganz wichtiger Teil des Lebens auf unserer Erde ist und dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen der außerordentlichen biologischen Vielfalt mit der ebenso außerordentlichen kulturellen Vielfalt der Menschen, die wir, obwohl wir biologisch gesehen eine große Familie darstellen, doch in sehr unterschiedlicher Weise nicht nur Kulturen gebildet haben, Lebensweisen weitertragen, sondern auch in einer sehr unterschiedlichen Weise diese Natur, also die anderen Lebensweisen und die anderen Ökosysteme nützen. Und darin liegen große Unterschiede. Im Gegensatz zu anderen Säugetieren, die, von denen man weiß, die einen die sind Aasfresser und die anderen, die haben am liebsten von Fruchtbäumen die süßen Früchte. Wir Menschen sind anders. Wir schaffen uns eine Umgebung, die unserer jeweiligen Kultur entspricht und gleichzeitig passen wir uns an, auch an die Ökosysteme, die natürlichen, die vorhanden sind und die Grundlage unseres Lebens bilden. Und das ist also ein Thema, das eben auch zum Naturschutz in Costa Rica gehört. Und zwar die in Costa Rica und auch in den Nationalparks lebenden Menschen, die schon lang vorher, bevor diese Nationalparks gebildet wurden, dort eine Lebenswelt haben oder hatten oder gewinnen, sodass wir uns eben mit dieser Bevölkerung auch beschäftigen wollen. Diese enge Beziehung zwischen Mensch und Natur und die gegenseitige Anpassung, das ist zur gleichen Zeit Naturschutz, aber es ist auch Menschenschutz, weil, wie wir auch sehr gut gesehen haben an der wirklich außerordentlichen Entwaldung Costa Ricas vor ein paar Jahrzehnten noch, damit wäre das Klima wahrscheinlich zu einem Punkt gekommen, wo dann auch zum Beispiel der Anbau von manchen Lebensmitteln gar nicht mehr möglich gewesen wären, sodass die Wiederbegrünung Costa Ricas nicht nur gut für Touristen ist, sondern auch für die Costa Ricaner. Aber schauen wir uns das jetzt einmal an. Würdest du da bitte, wir werden ein paar Bilder überspringen. Wir haben so schöne Bilder von Costa Rica und vor allem von diesem Waldland am Golfo Dulce gesehen und das müssen wir nicht wiederholen. Da genügt ein Blick drauf. Ich habe nämlich ganz bewusst keine Texte, sondern nur Landkarten und Bilder, dass Sie so ein bisschen Ihre Fantasie schweifen lassen können in dieser Landschaft. Das ist tropischer Regenwald. Nächste bitte. Und das ist eine Landschaftssavanne mit ein bisschen Wald, so wie im Norden, Guanacaste, schon in Richtung Nicaragua. Auch eine sehr schöne Landschaft, die sich vor allem auch für die Erhaltung von Rindern geeignet hat. Und damit wurde Costa Rica auch zu einem wichtigen Produzenten von Rindfleisch. Aber interessant ist, dass Costa Rica, obwohl es ein kleines Land ist, der weltweit wichtigste Produzent von Ananas ist. Also wenn Sie eine Dose aufmachen mit Ananas, ist sehr wahrscheinlich Costa Rica drinnen. Nächste bitte. Das ist eine Karte von Costa Rica, wo wir sehen, grün, das ist der bewaldete Teil, das haben wir auch schon früher bei einer Landkarte gesehen, und gelb und rote Linien, die farbigen Linien, betreffen die Territorien der indigenen Völker in Costa Rica.
und sie sehen etwas, das sie überall im tropischen Amerika sehen, dass nämlich es eine Überschneidung gibt zwischen den traditionellen und auch heutigen Territorien von indigener Bevölkerung mit den großen Naturschutzgebieten beziehungsweise mit den Gebieten, wo natürliche Ökosysteme noch erhalten sind. Und Sie sehen hier auch an den Farben die unterschiedlichen Völker. In Costa Rica leben 8 indigene Völker, ungefähr mit sagen wir 3 besonders wichtigen, ein Drittel davon der Gesamtbevölkerung der Indigenen, die etwa 45.000 Menschen umfasst, also nur einen geringen Anteil der Gesamtbevölkerung betrifft, aber gerade in den Gebieten lebt, in denen auch die biologische Diversität am allerhöchsten ist. Hier zum Beispiel Sierra de Talamanca, dieses Gebiet, dieses bewaldete zentrale Gebiet der Cordillere, und dann unten im Süden, das kennen wir schon, die Region des Golfo Dulce mit der Halbinsel Ossa und vis-à-vis davon der Regenwald der Österreicher und eben das Naturschutzgebiet, ein ganz wichtiges, und das, ich habe mir das da aufgeschrieben, das Piedras Blancas umfasst 14.000 Hektar und Corcovado 42.500, ist also fast doppelt so groß. Und darum geht es jetzt. Das nächste Bild, bitte. Da sehen Sie noch einmal die heute bestehenden rechtlich zugeteilten Indianer-Territorien. Sie sehen so rostbraun, ja, das sind die Bribri-Indianer, blau, haben Sie, dass ich das nicht durcheinander bringe. Nein, blau ist Bribri, Kabekar, das ist rostbraun, und grün, das sind die Boruca, und weiter unten im Süden, also eigentlich rund um den Golf, um den Golfo Dulce, gibt es mehrere Indianerterritorien der Ngöbe oder Guaymi-Indianer, die zum größeren Teil auf der panamenischen Seite der Grenze leben. Und damit im Zusammenhang haben wir eine Forschung durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Universität von Costa Rica und auch unter Beteiligung der Universität Wien und der Biologischen Station in La Gamba und dem Lateinamerika-Institut. Und da ging es um Folgendes. Das nächste Bild, bitte. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Das sind die Schutzgebiete und das ist das. Das können wir weitergehen. Die Entwaldung haben wir auch schon gesehen. Das sind Bilder jetzt, die ein bisschen zeigen, wie unterschiedliche Nutzungsformen sich auf die Natur auswirken in den Schutzgebieten. Für die meisten Bewohner Costa Ricas, die am Land leben, spielt der Wald als ein Habitat von, das man erhalten soll, weil man es weiter nutzen kann, eine sehr geringe Rolle. Aus dem Wald kann man etwas entnehmen, das wertvoll ist, das man verkaufen kann, aber Wald kann man auch roden, damit man ihn ersetzen kann durch irgendwelche Kulturpflanzen, die wiederum verwendbar sind für den Verkauf von Produkten. Das ist eine typische kostarikanische ein Siedler, Haus, das er gebildet hat. Und wenn er dort ist, das nächste Bild bitte, beginnt die Rodungsarbeit, um letztlich etwas zu erreichen, was vor allem in dem Gebiet des tropischen feuchten Waldes ein Hauptziel ist, dass man Zebu-Rinder halten kann, die einen relativ hohen Gewinn bringen, weil wir alle wissen, dass Rindfleisch ein Produkt ist, das überall auf der Welt in großer Menge produziert wird. Das nächste Bild, bitte.
Das ist eine Pflanzung von Ölpalmen, haben wir auch schon gesehen. Nächste Bild, das ist eine Bananenpflanzung. Das sind alles Monokulturen in diesem Gebiet des Golfo Dulce. Nächstes bitte. Und da sehen Sie ein schönes Tal schon zur Sierra de Talamanca hinauf. Wenn man genau schaut, so auf mittlerer Höhe, sieht man Kaffeepflanzungen. So halb links, ja, sehen Sie oben einen Zaun, eine kleine Straße auch, und am Hang Pflanzungen von Kaffee. Das ist also auch ein wichtiges Produkt. Nächste bitte. Das ist eine Rodung vom Wald, so wie er in der Umgebung des Golfo Dulce an den Hängen durchgeführt wird. Da wird hier das lokale Ökosystem ersetzt durch eine Pflanzung beziehungsweise durch Weideland für die Rinder. Nächste bitte. Weiter ist eine Ananaspflanzung. Nächste. Und da sehen wir jetzt einen Blick auf das Gebiet des Golfo Dulce. Und zwar sieht man hier grün die Nationalparks bzw. die geschützten Wälder unterschiedlicher Kategorien. Am stärksten geschützt sind die Nationalparks. Tropenstation La Gamba ist auch dort. Und dann sehen Sie rot die indigenen Territorien in dem Gebiet. Und zwar alle diese, also die vier indigenen Territorien in diesem Gebiet, betreffen alle Ngöbe, Guaymi, Indianer. Und deswegen haben wir dann von der Uni Wien und dem Lateinamerika-Institut her, haben wir uns gedacht, wir sollten einmal sehen, wie diese indigene Bevölkerung, welche Nutzungsformen sie haben, welche Kenntnisse sie von der Natur haben und wie das mit der Naturschutzpolitik von Costa Rica in Einklang zu bringen ist und wo Verbindungen da sind zwischen biologischer und kultureller Vielfalt. Nächste Bild bitte. Das ist hier aus Satellitenbildern zusammengestoppelt ein Bild, aus dem hervorgeht, wie im Nationalpark von Piedras Blancas, von Corcovado, Entschuldigung, Corcovado, die Nutzung des Bodens ist. Grün ist Wald, diese weißen Flecken sind Wolken, wo man also nur, wo aufgrund der Wettersituation konnte man keine deutlichen Satellitenbilder machen. Und dann sehen Sie unten kleine gelbe oder orangefarbene Flecken und ein paar rote Flecken. Und das ist das Gebiet der Guaymi-Indianer, die hier im Nationalpark Nutzungsrechte haben, allerdings eingeschränkt, weil es ja im Nationalpark ist. Rot sind ja auch die Straße, die von außen hineinführt. Und wenn Sie sich jetzt das Ganze anschauen, dann sehen Sie, dass obwohl es verschiedene, also Sie sehen hier, jeder kleine rosa Punkt bedeutet eine Familie und ein Haus. Und obwohl Sie hier eine ganze Reihe von solchen Häusern haben, ist die Rodungsfläche außerordentlich gering und betrifft insgesamt weniger als 2% vom gesamten Nationalpark. Jetzt schauen wir uns das genauer an, wie das dazu gekommen ist. Nächstes Bild. Das ist wieder von oben her. Dann sehen Sie, also Satellitenbild, der Wald, die paar Punkte innerhalb des Nationalparks, der schwarz umrandet ist, wo die Indianer ihre Siedlung haben. Und außerhalb davon sehen Sie die Siedlungen der lokalen, bäuerlichen, kleinbäuerlichen Bevölkerung, die auf beiden Seiten des Flusses dort große Flächen gerodet haben. Nächste bitte. Das ist so ein Bild aus dem Nationalpark und dort, wo die Guaymi siedeln. Dazu noch nur ein paar Worte zu dieser Studie. Dieses Forschungsprojekt wurde 2010 bis 2012 durchgeführt und hatte als Ziel,
in einem Gebiet hoher biokultureller Diversität, nämlich in diesem Nationalpark Corcovado, drei Fragen zu klären. Zunächst einmal, haben die dort lebenden Indigene spezifische Kenntnisse über die Natur und über die Nutzungsformen dieser Natur, die zum Beispiel bei der kostarikanischen oder mestizischen Bevölkerung nicht vorhanden sind? Wir wollten zweitens evaluieren diese Interaktion im Naturschutzgebiet. Inwieweit sind sie eine Bedrohung für die Biodiversität und wie richten sie sich dort ein? Und drittens, gibt es hier auch ein Interesse am Management des Nationalparks? Wie ist Ihre Haltung dem Nationalpark gegenüber, beziehungsweise einer Form des Naturschutzes, der also insgesamt für Costa Rica vor allem wichtig ist, für zur Aufrechterhaltung des Einkommens durch den Tourismus? Aber nicht nur. Es ist vom wissenschaftlichen Interesse, es ist vom kulturellen Interesse, aber ganz konkret geht es den Nationalparkbehörden in ganz Zentralamerika, geht es darum, eine Inwertsetzung der Natur durch einen behutsamen Tourismus, der nicht zur Zerstörung dieser Nationalparks führt. Das nächste Bild. Das sind Bilder aus dem Nationalpark, und zwar aus dem Siedlungsgebiet der dort lebenden Ngöbe Guaymi. Nächstes Bild. Das ist eine kleine Schule, die sie dort in ihrem Dorf haben. Das ist eine kleine Guaymi, die hier auf dem Papier etwas ganz Interessantes darstellt. Wir haben die Kinder gebeten, sie sollen bestimmte für die Natur stellvertretend wichtige Dinge oder Bereiche zu Papier bringen. Und wir haben gesagt, sie sollen Wasser zeichnen, malen. Und dieses Mädchen, Sie sehen, sie schaut ein bisschen fragend auf den, der das Foto nimmt. Das war ein Kollege von mir, der Christoph Kampreger, ein österreichischer Anthropologe, der dort gearbeitet hat. Und sie zeigt dieses eigenartige Zeichen, das wir ganz sicher nicht mit Wasser verbinden würden. Und dann erklärt sie es, und das ist der Wirbel im Wasser, in jedem Fluss. Wasser, das lebt, ist Wasser, das rinnt. Und alles Wasser, das rinnt, bindet Wirbel. Und das ist für sie der Kern des Lebens, des Wassers, und das zeichnet sie hier. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es nicht nur unterschiedliche Nutzungsformen gibt von dem, was wir Natur nennen. Das heißt, von den anderen Lebensbereichen und Lebewesen, die es rund um den Menschen gibt im Wald, sondern dass es auch andere Konzepte der Wahrnehmung gibt, was bedeutsam ist. Bei uns machen die Kinder meistens eine blaue Welle und sagen, das ist das Wasser. Im Grunde genommen zeichnen sie den Wind, der auf der Wasseroberfläche Wellen bringt. Und sie zeichnet das Wasser, das in einer Form von Wirbel sich bewegt und damit lebendig ist. Denn für die Guaymi, wie für alle indigenen Gesellschaften in Amerika, ist das Wasser gehört zu den Lebewesen. Es ist lebendig. Es hat eine Eigenschaft, die Leben bringt und Bewegung zeigt. Nächste Bild. Das ist in derselben Schule rechts Kollege Montoya, ein Anthropologe von der Universität von Costa Rica und ein anderer Bewohner dort. Und hier zeigen sie diejenigen Tiere, die es im Nationalpark gibt und die nicht gejagt werden dürfen. Also es gibt eine aktive Unterstützung der dort Lebenden, um sozusagen die wichtige Charakteristik des Waldes, des tropischen Waldlandes im Nationalpark zu belassen und nicht zu beeinträchtigen. Nächstes Bild. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Da sehen Sie eine Guaymi-Frau, das Kind hinten tragend, auf einem Weg. Interessant ist für uns jetzt aus der Naturschutzperspektive zu sehen, dass die Wege, die die Guaymi verwenden und anlegen, alle nicht befestigt sind. Das sind Fußpfade durch den Wald, die so angelegt sind, dass sie die natürlichen
sozusagen Gegebenheiten so ausnützt, ohne intervenieren zu müssen? Und was ist der sozusagen der wichtigste Anknüpfungspunkt? Die Guaymi betreiben keine Viehzucht. Denn überall dort, und das ist bei den meisten Mestizen in Zentralamerika ein kulturelles Merkmal, das aus der Kolonialgeschichte her zu erklären ist, ist Viehzucht, das heißt Viehhaltung, extensive Viehhaltung, Rinderhaltung, das erklärte Ziel, wohlhabend und zu einem Prestige zu kommen. Und das ist es genau nicht bei den Guaymi. Sie haben eine betonte Abneigung gegenüber Rindern, weil sie sagen, sie stinken und außerdem trinken sie keine Milch, weil sie sie nicht verdauen können. Das ist also auch eine genetische Eigenart der indigenen Völker in Zentralamerika, dass nur die Kleinkinder bis zum vierten Lebensjahr ungefähr können sie Milchprodukte verdauen, aber danach haben sie Bauchschmerzen, wenn sie Milch produzieren. Deswegen haben sie auch kein Interesse daran. Das nächste Bild, bitte. So kommt man hinein, indem man, vor allem in der Regenzeit, führt ziemlich viel Wasser. Der Fluss, der die Grenze bildet. Und hier sind wir einmal durchgeritten. Das nächste, bitte. Das ist einer der Wege, die verschiedenen Siedlungskerne der dortigen Bewohner miteinander verbindet. Jetzt werden Sie mich hoffentlich noch fragen, was das Ergebnis dieser Forschung war, ob da irgendwas rausgekommen ist, das relevant ist für die Zukunft, für die Nachhaltigkeit der Naturschutzgebiete im tropischen, sehr feuchten Regenwald. Sie haben gehört, 6000 Millimeter Niederschlag gehört zu den feuchtesten Gebieten überhaupt in Zentralamerika. Was ist dabei rausgekommen? Und da gibt es dann oft mehr Fragen bei solchen Forschungen als Antworten. Aber ein paar Antworten gibt es, die sehr interessant sind. Zunächst einmal konnten wir festhalten, dass diejenige Bevölkerung, die heute dort lebt, obwohl es wahrscheinlich einmal ursprünglich zum Siedlungsgebiet der Guaymi gehört hat vor langer Zeit, aber die Gruppe, die dort lebt, ist erst vor etwa 80 Jahren, hat sich dort angesiedelt. Das heißt, sie leben seit mehreren Generationen, drei Generationen, vierte ist schon da, in diesem Waldgebiet. Und sie haben in dieser Zeit eigentlich sehr viele Kenntnisse sich angeeignet über Nutzpflanzen. Wir konnten 242 Nutzpflanzen, die von den Guaymi dort gekannt, beschrieben und verwendet werden, identifizieren. Davon sind 95 für die Nahrung geeignet, 58 werden verwendet für Konstruktion, also alles, womit man etwas bildet, ja, und 51 für Handwerk, also Körbe werden hergestellt, das Haus wird bedeckt. Das heißt, es gibt eine reichhaltige Erforschung und Kenntnis der nützlichen sozusagen Pflanzen, die es in der Natur gibt. Und im Hinblick auf die Ökosysteme, die unterschiedlichen, haben sie 10 Kategorien festgestellt, also eine Taxonomie von Ökosystemen festgestellt, die aber anders als bei uns und in der europäisch tradierten Biologie ist, sondern die sehr sozusagen auf eine Nutzung hingerichtet ist, nämlich das sind die verschiedenen Etappen bei der Sukzession nach einer Rodung. Sie unterscheiden die Ökosysteme und die Zusammensetzung der Natur, also die Ökologie, die entsteht nach einer Rodung, je nachdem, nach welchen Etappen sich von der kleinen Rodung für eine Milpa, also für den Anbau von Feldfrüchten, bis hin zur Regeneration des Hochwaldes durchlaufen werden. Und das sind für sie 10 Etappen. Die geringen Rodungsflächen, das habe ich schon erwähnt, hängen zusammen mit dem Nichtvorhandensein einer Viehzucht. Es gibt auch ein waldfreundliches Siedlungsmuster und außerdem sind sie sehr experimentierfreudig bei der Nutzung dieses Waldes, weil sie auch diesen Wald beibehalten wollen.
sie sind Waldbauern sozusagen und den Wald verteidigen wollen. Es kommt zu einer Koexistenz und zu einer nachhaltigen Nutzung. Und das kann man ganz einfach feststellen, wenn in 80 Jahren bei einer Bevölkerung von ein paar hundert Menschen nur ein so geringer Teil des Waldes gerodet oder durch andere Formen der Vegetation ersetzt wurde, heißt das, dass die Leute den Wald schätzen und beibehalten wollen. Und wie können sie das? Sie haben natürlich auch eine weitere Erwerbsquelle, weil sie manche Sachen kaufen müssen und das können sie nicht aus dem Wald nehmen. Und dabei spielt also Tourismus, die als Guias, also als Guides für Touristen, die vor allem an der Küste direkt in ein paar Touristen, wie kann man das nennen, Lodges leben, die bieten sich an als Führer bei der Waldbrandprävention, die allerdings sehr gering ist in dem Gebiet, aber zumindest Waldbrand kann man es nicht nennen, aber wenn Leute dort campieren, dann sind sie auch immer bereit, eine Kontrollfunktion zu übernehmen und dazu Cash Crop, also bei der Kaffeeernte sowohl in Panama auch wie außerhalb des Nationalparks in Costa Rica verkaufen, also arbeiten sie die Männer und verdienen sich dabei Geld, mit dem sie das kaufen, was sie selber in ihrem Wald nicht haben. Das heißt, die Kontrolle gegen Invasionen von außen ist für sie ein Anliegen, nicht nur, weil das ein Nationalpark ist und das Gesetz das vorsieht, dass er erhalten werden muss, sondern weil es auch im eigenen Interesse ist. Und damit möchte ich schließen und sagen, dass die Erfahrungen mit den Bewohnern von Naturschutzgebieten in ganz Zentralamerika eine ganz wichtige Erfahrung ist. Denn in der Tat ist es so, dass das amerikanische Nationalparkmodell vor über 100 Jahren, dass man einen Nationalpark mit Wächtern versieht und umgrenzt und oft unter militärischen Schutz stellt und die einheimische Bevölkerung vertreibt, die es früher dort gegeben hat, um dort sozusagen ein Gebiet zu schaffen, das den Ursprung des Waldes sozusagen, die ursprüngliche Vegetation zeigt. Dieses Modell ist in Zentralamerika nicht durchführbar. Es gibt praktisch keinen größeren Nationalpark in ganz Zentralamerika, wo es nicht eine Bevölkerung gibt, beziehungsweise nicht Teile davon durch Invasionen gefährdet werden. Deswegen eben so wichtig zu sehen, welche Formen der Koexistenz zwischen natürlichen Ökosystemen und der lokalen Bevölkerung gibt es, die nicht zu einer Zerstörung, sondern zu einer Nachhaltigkeit führt. Und da muss es sozusagen in dieser Koexistenz natürlich auch Vorteile für die Menschen geben, denn nur wenn sie auch Benefits haben, werden sie aktiv diese Naturschutzgebiete verteidigen. Und im Fall der indigenen Bevölkerung ist das meistens leichter zu erreichen, weil hier ein anderes Grundverständnis für dieses Netz des Lebens zwischen Natur und dem menschlichen Teil der Ökosysteme, also den Bewohnern des Waldes, vorhanden ist. Und da gibt es ein paar ganz gute Beispiele dafür. Gut. Dann habe ich den Menschen auch hineingebracht an einem Beispiel und ich hoffe, dass Ihnen auch noch ein paar Fragen kommen und dass ich nicht zu lang gesprochen habe. Das ist das letzte Foto. Ich wollte auch noch so ein Erinnerungsfoto bringen. Sie sehen hier den Größten, das ist der Christoph Kampreger von der Universität Wien, der die Feldforschung durchgeführt hat. Ich bin gerade dabei eingeladen und Sie sehen hier Guaymi, mit einer Ausnahme, das ist eine Kollegin, eine kostarizensische. Und das Ganze ist an der Universität von Chiriquí über der Grenze in Panama entstanden, das Foto. Wir sind mit dem Team, mit dem Forscherteam und Vertretern der Guaymi-Gemeinden dorthin gefahren. Das ist ja nicht weit, das sind 50 Kilometer über die Grenze. Dort gibt es eine Universität,
Universidad Autónoma de Chiriquí, mit einem hohen Anteil von YMI-Studierenden und mittlerweile auch Professorinnen und Professoren. Und da sehen wir sozusagen die Möglichkeit, die mir für die Zukunft entscheidend wichtig erscheint, Forschungen mit Indigenen und mit lokaler Bevölkerung soll oder kann man in Zukunft nur mehr gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus diesen Bevölkerungsgruppen machen. Und mittlerweile gibt es zum Glück in Zentralamerika, überall, wo es diese Bevölkerung gibt, gibt es auch an Universitäten Studierende, Kollegen, Kolleginnen, die muss man nur einladen und mit ihnen gemeinsam Forschungen durchführen. Dann kommt man nämlich zu Erkenntnissen, die wir als europäische, als westliche Wissenschaftler, die von der Universität herkommen, nicht haben. Es kommt hier zu einem Zusammenführen von unterschiedlichen Wissenssystemen, die uns zu Erkenntnissen bringen können, die uns, wenn wir nur auf unserem eigenen Wissen beruhen, verwehrt bleiben. Und darin sehe ich eine große Möglichkeit, nicht nur für interdisziplinäre, sondern auch für Forschungsvorhaben, in denen unterschiedliche Formen des Wissens und der Systematik des Wissens zur Geltung kommen und damit auch Möglichkeiten entstehen, die massive Zerstörung unserer Umwelt weltweit ihnen entgegenzutreten und das sozusagen dem einen Widerstand zu bieten, der nicht im Verdacht der Fortführung des europäischen Kolonialismus steht. Vielen Dank. Ja, ich danke für den besonderen Input von beiden, und also den sehr lebendigen und bereichernden, bevor ich dann auch die Fragen der Teilnehmerinnen dran nehme, möchte ich gerne selbst noch ein paar Rückfragen an Georg stellen, weil du ja erwähnt hast, wie wichtig eben das Wissen der Indigenen vor Ort ist. Und ich wollte fragen, wie sehr das auch von der kostarikanischen Gesellschaft anerkannt wird und integriert wird. Und genau, das wäre die erste Frage. Ja, ich kann sehr klar dazu Stellung beziehen. Es gibt sozusagen in der kostarikanischen Gesellschaft nur eine Minderheit, die davon ausgeht, dass die indigene Bevölkerung etwas weiß, das überhaupt wissenswert ist. Ja? Das ist ein Phänomen, das wir in ganz Lateinamerika haben, mit wenigen Ausnahmen, sodass es sozusagen einer, das ist hier noch einer Bildungsarbeit bedarf, um zu sehen, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen eben unterschiedliches Wissen haben und dass gerade solche, die über einen langen Zeitraum sich Wissen angeeignet haben, dass die natürlich über Wissen verfügen, das andere nicht haben. Aber gerade in Costa Rica gibt es auch an den Universitäten, zum Beispiel an den zwei großen staatlichen Universitäten, die UCR, die Universität von Costa Rica, und die Nationale Universität von Costa Rica, an beiden Universitäten gibt es Arbeitsgruppen, gibt es eine Escuela de Antropología, beziehungsweise die Bildung von Arbeitsgruppen gemeinsam mit Studierenden, die aus indianischen Gesellschaften kommen. Und hier wird versucht, diesen schwierigen Weg einer nicht nur interdisziplinären, sondern auch einer interkulturellen Kooperation, Forschung und Lehre zu erreichen. Es kommt zu einer Aufwertung der indigenen Sprachen, weil wir wissen, dass Wissen in Sprachen weitergegeben wird und nicht und sich in den Sprachen oft Konzepte drinnen verpackt sind, die man erst auspacken und erklären und übersetzen muss, um zu einem Verständnis vor allem der Wechselwirkung in den Ökosystemen zu gelangen. Beispiel Wasser: Wenn man Wasser als ein Lebewesen betrachtet, was uns sehr merkwürdig vorkommt, genauso wie es den Indianern merkwürdig vorkommt, dass wir glauben, ein Stein ist tot und Wasser auch, obwohl man doch sieht, dass es sich bewegt und lebendig ist und sprudelt und so weiter, da kommt es dann wirklich zu interessanten Gesprächen, nicht nur Gesprächen, sondern zum Versuch, unterschiedliche erkenntnistheoretische Ansätze zu finden, damit es zu einem
Verständnis kommt und auch zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Das gibt's. Es gibt beides. Es ist sicher noch ein Minderheitenprogramm, wenn man das so sagen kann, dass man mit Indigenen gemeinsam wissenschaftliche Forschungen durchführt. Mhm. Danke. Ein Hinweis auch in Neuseeland wurde ja sogar ein Fluss, das ein Recht zugesprochen. Genau, also so wie ein Recht eines Menschen hat, ein Fluss hat auch Rechte, die nicht überschritten werden dürfen. Also meine zweite Frage noch, weil du erwähnt hast, dass der Tourismus in Wert gesetzt wird, um sowohl Naturschutz zu ermöglichen, aber andererseits eben den Tourismus zu fördern. Inwiefern schafft man das wirklich, die indigene Lebensweise dadurch nicht zu stören? Gibt es da auch Gegenargumente der indigenen Gemeinschaften oder passiert das wirklich so harmonisch, wie das klingt? Es ist so, wie das Anton schon erwähnt hat, ist Costa Rica ein Ausnahmeland, weil es wirklich einen sehr hohen Bildungsstand hat und weil es 4 staatliche große Universitäten gibt, wo jeder Costarricense, der sozusagen über eine Mittelschulbildung hat, kostenlos studieren kann oder nur sehr geringe Kosten. Das heißt, es gibt einen Zugang und insofern glaube ich, dass es wirklich eine Entscheidung der Indigenen ist, zu sagen, wollen wir und wie wollen wir den Tourismus? Ich glaube nicht, dass man sich Sorge machen muss, dass die indigenen Völker, diese 8 in Costa Rica, zu wenig Kenntnisse und zu wenig Verstand haben, um nicht selber Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass der Rechtszustand verteidigt wird, dass ihnen die Landrechte, die ihnen zustehen, dass die eingehalten werden. Und da gibt es große Konflikte. Es gibt Indianerterritorien in Costa Rica, die zu 75% besetzt sind von Viehzüchtern. Ja? Das heißt, gegen die Bestimmungen, gegen die Verfassung wird verstoßen, indem mit allen möglichen Tricks Indianerland, wie das in ganz Lateinamerika in der kolonialen Tradition geschieht, besetzt wird. Und dann gibt es natürlich alle die Möglichkeiten der Korruption, der Kooption, wie das heißt, dass man indianischen Familien Geld gibt, Sachen verspricht und sagt, gut, ihr lasst uns da rein, wir bauen was an und wir zahlen euch was dafür, Pacht. Das sind reale soziale und ökonomische Probleme, die es gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch genügend Kenntnisse, glaube ich, dass es in diesem Konfliktfeld immer mehr Möglichkeiten gibt, die eigenen Rechte wirksam zu verteidigen. Und da muss ich sagen, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Nicaragua oder Guatemala oder El Salvador, haben die Indigenen in Costa Rica auch viele Verbündete unter Richtern, auch in der Regierung, auch an den Universitäten. Insofern ist es sozusagen nicht einfach, die eigenen Rechte zu verteidigen. Das ist nirgendwo einfach für Indigene, ja, in der nachkolonialen Periode, in der wir stecken. Aber sie haben in Costa Rica relativ mehr Möglichkeiten und relativ bessere Verbündete, um hier ihre Rechte geltend zu machen. Und dazu kommt auch, dass sie zunehmend mehr wahrgenommen werden als einen essentiellen Teil der kostarikanischen Gesellschaft und nicht mehr als Überbleibseln einer Vergangenheit, die dann eigentlich nur mehr für den Tourismus dient. Ja, super. Jetzt noch eine allgemeine Frage, die, glaube ich, vielleicht bei der Präsentation ein bisschen untergegangen ist, auch vielleicht an Anton. Wie kam es überhaupt zu diesem ganzen Wiederbewaldungsimpuls, der seit über 30 Jahren stattgefunden hat und das Paradigma überhaupt in Costa Rica geworden ist? Also in den 70er Jahren begann man, diese Nationalparks zu gründen. Das war diese große Abholzungsrate. Und das war dann schon so eine Phase,
von 20 Jahren, wo man sehr viele Parks gegründet hat, von den Wäldern, die noch da waren. Und gleichzeitig eigentlich weltweit begann schon so diese Idee, naja, das sind wie Museen eigentlich. Also man hat ein Waldstück, da darf niemand mehr rein, alle müssen draußen bleiben und das ist eigentlich unnatürlich, nicht? Weil der Mensch ja auch eine Spezies ist, dieses Planeten. Und dann kam die Idee, also verbinden wir doch diese Waldstücke, aber so, dass der Mensch eben Platz hat. Und wir begannen das Ganze 2006 aufgrund einer Initiative, ja, eigentlich die Initiative von mir, aber es gab plötzlich Geld von einer Firma und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, also beginnen wir mit dem. Das war damals in der Zone ganz was Neues. Und Costa Rica hat eigentlich auch noch nicht wirklich begonnen. Also Costa Rica hat zwar die Nationalparks gehabt, aber die Korridore sind eigentlich später gekommen. Und dann ist es aber wie ein Lauffeuer, wie ein Quanten, wie eine Explosion eigentlich, hat man begonnen, dann diese Netze, diese Korridore zu bilden. Und bei uns in der Gegend ist das Ganze erst 2018 offiziell geworden. Ja, also man hat da schon, wir haben schon gearbeitet, ja, für uns, aber so richtig offiziell, dass man sagt, okay, die Regierung steht jetzt da dahinter und das Umweltministerium, das war bei uns in der Gegend dieser Amistosa Park erst 2018, also relativ spät eigentlich. Aber jetzt geht wirklich was weiter und man merkt auch weltweit, also gerade diese CO2-Strafzahlungen, die da an die Weltbank gehen, also jedes Land, das ja zu viel CO2 ausstößt, muss ja Strafzahlungen machen und das geht dann an die Weltbank und die Weltbank verteilt dieses Geld. Und da bekommt Costa Rica, glaube ich, ein schönes Stück von diesem Kuchen ab und da gibt es einen eigenen Fonds, das ist dieser Forstfinanzierungsfonds von AFIFO und der verteilt dann die Gelder. Und da kann man ansuchen, das machen also auch wir beziehungsweise unsere Partner in Costa Rica und dann gibt es wieder diese prioritären Zonen. Also jeder kann eigentlich ansuchen und diese prioritären Zonen sind die, die also besonders wichtig sind, biodivers sind oder wo vielleicht auch Indigene vor Ort sind. Bei uns sind ja auch Indigene, wir arbeiten ja auch teilweise zusammen mit Gruppen und ja, und das geht weiter, also da ist noch viel Arbeit. Ja, also Rudolf Bichler, ich habe eine Frage an den Anton Weisenhofer. Ich habe vor kurzem Präsentationen gesehen, wo große Konzerne, zum Beispiel namentlich Nestle, bis zum Jahr 2040 oder 2050 CO2-neutral werden wollen. Und da gibt es dann einen Fahrplan, wie man das erreichen möchte, ist sozusagen als Gesamtkonzern. Und eine Aktion im Laufe der Jahre ist zum Beispiel auch die Pflanzung von Bäumen. Und das sind relativ große Mengen, das sind Millionen Stück, die da gepflanzt werden. Und jetzt ist meine Frage, da gibt es auf der einen Seite sozusagen Konzerne, die das unterstützen wollen, die wahrscheinlich dann Flächen suchen, wo sie diese Bäume pflanzen können. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel so wie Ihr Projekt in Costa Rica, wo man das machen möchte und wo man dann auch einen schnellen Return hat, indem die Bäume da auch sehr schnell wachsen, wie man auf den Fotos gesehen hat. Gibt es da Kontakte zu diesen Unternehmen oder Bemühungen, die dort sozusagen zu mitfinanzieren, zu bewegen? Ich glaube, wir sind da viel zu klein. Also es gab auch Gespräche mit größeren Firmen, die an uns herangetreten sind. Und wir haben sicher nicht die Kapazitäten und ich frage mich, ob Costa Rica überhaupt die Kapazitäten hat, da jetzt, zig Millionen Bäume zu setzen. Wo sollte man die setzen? Georg Grünberg hat ja auch diese Karten gezeigt, wo die Menschen überall leben, dass das so kleinstrukturierte Gebiete sind. Ich sage einmal, wenn Brasilien das macht oder vielleicht Argentinien, wo diese großen Flächen sind, wo es dieses Großbesitzertum gibt, ich denke, da können so Großkonzerne wahrscheinlich ansetzen. Wie die das genau machen, ja, ist schwierig nachzuvollziehen. Es gab gerade vor wenigen Wochen, ich glaube, es war kurz nach Weihnachten oder vor Weihnachten, in der Zeit einen Artikel über so ein Großprojekt in Mexiko, vielleicht hat das jemand gelesen und das war eine ganz interessante Sache, ich bin dann auch ein bisschen nachgegangen.
weil die Grundlage dieses Artikels war eigentlich ein Science-Artikel 2019 im Juli, wo eine ursprünglich NGO begonnen hat, Bäume zu pflanzen. Und es hat sich dann gezeigt, das ist scheinbar sehr lukrativ, dieses Geschäft. Und die haben dann begonnen, also Land zu kaufen und Spenden zu sammeln und haben gesagt, sie setzen diese Bäume. Und das wurde dann auch publiziert und man hat publiziert sozusagen, wie viel CO2 könnte man theoretisch binden, wenn man das weltweit ummünzt und macht und hat eine Weltkarte erzeugt, wo man nicht überall Wald pflanzen könnte, wo jetzt keiner ist. Und das ist also publiziert worden in dieser Zeitschrift Science. Und dann kam aber sehr schnell eine Gegenreaktion und man ist draufgekommen, naja, das stimmt so überhaupt nicht, denn es wurden einfach Flächen bewaldet, wo nie ein Wald wachsen kann. Ich sage es jetzt plakativ, man hat die Bäume in die Sahara gepflanzt. Ja. Also ganz so arg war es nicht. Aber Randteile wurden zum Beispiel mit dieser Karte einfach eingezeichnet, als könnte man die bewahren. Und so ist eigentlich etwas losgetreten worden. Und man hat dann dieses Projekt in Mexiko unter die Fittiche genommen und ist draufgekommen, die haben die Bäume zum Beispiel gar nicht gesetzt, sondern die haben einfach, das lässt sich heute leicht machen mit Google-Fotos. Ja. Man nimmt einfach Fotos und schaut, war der Wald? Oder war da Wiese? Ja, und man ist draufgekommen, da war eigentlich schon Wald. Ja. Also man hat da einfach gesagt, okay, dort haben wir den Wald gepflanzt, obwohl nie einer gepflanzt war, weil eh einer war. Das ist zwar nett, das ist ein Waldschutz, das ist super, aber das ist keine Kohlenstoffsenke. Mhm. Ja. Und darum solche Großprojekte, ich sehe die, das muss man sich wirklich sehr, sehr genau anschauen, weil sobald man reinschaut und Millionen Bäume liest, ich weiß, was es heißt, zigtausende Bäume herzustellen. Man kann ja die nicht irgendwo kaufen, ist ja nicht wie im Supermarkt. Und ist das dann ein Wald oder ist es ein Forst? Ja? Ich weiß nicht, ob Sie seit Anfang an dabei waren, aber ich habe versucht zu erklären, wie das CO2 eingebaut werden kann. Das kann in eine Monokultur ökologisch sinnlos eingebaut werden oder auch ökologisch sinnvoll. Mhm. Ja? Ich war von Anfang an dabei, habe das schon gehört. Ich denke mir, dass diese Projekte von den Firmen sich ja nicht nur auf wenige Großprojekte beschränken werden, sondern die werden wahrscheinlich in die ganze Welt verteilt werden. Und ich denke mir, dass die Konzerne vielleicht auch eher in den Ländern investieren oder das umsetzen möchten, die es auch ehrlich meinen. Wenn die das jetzt in Brasilien machen, wo von der Regierung die Regenwaldholzung auch nicht unterstützt wird, ob das dann nachhaltig ist und ob der nicht in 20 Jahren wieder geschlägert wird, wenn auf Bäume stehen, ist die Frage. Costa Rica ist da einfach authentischer. Ja, ich meine, die Großfirmen haben noch ein zweites Problem. Also so, mir ist das damals so vorgekommen bei den Gesprächen, die brauchen jetzt CO2. Nicht? Also man geht davon aus, ich kaufe jetzt Tonnen CO2. Es war aber nicht klar, dass so ein Baum ja einmal wachsen muss, dass er das CO2 bindet. Das dauert ja mal, je nachdem, wie man das anlegt. Ja. Ich sage einmal, legitim sind Zahlen von plus minus 30 bis maximal 60 Jahren, dauert es, bis so ein Baum zum Beispiel, also ein durchschnittlicher Baum bindet 700 Kilo CO2 in seinem Leben. Ja, also aufgerechnet auf 30 bis 60 Jahre. Das heißt, wenn ich das heute kaufe, muss ich jetzt so lange warten, bis der das bindet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Firmen noch nicht wirklich so behirnt haben, dass das einfach dauert. Ja. Mich würde noch interessieren, wie war das damals, vor ungefähr 30 Jahren, als man eben beobachtet hat, dass mehr bewaldet wieder wird? Wir haben eingangs bei dem Vortrag gehört, einige Gründe, warum so viel abgeholzt worden ist, eben für Monokulturen, Ananas, Bananen, Tropenhölzer. Hat es da dann eigentlich eine Veränderung gegeben auf diesem Bereich? Also hat es da irgendwelche Initiativen gegeben, dass eben diese Konzerne, diese großen Monokulturen auch zurückgehen? Oder kann man das nicht so in einem sehen? Also, es war so, also ich bin 1990 das erste Mal in Costa Rica gewesen und dann seit 1993, also fast jedes Jahr, zum Teil mehrmals, habe das sehr intensiv mitbekommen. Und es war so, also die Region um Golfito hatte großteils Bananenplantagen.
Und die United Fruit Company ist ja 1986 weg und dann ist das Ganze substituiert worden, schön langsam durch die Ölpalme. Ja, also als ich nach La Gamba kam, gab es noch keine Ölpalme, aber ein paar Jahre später, ich glaube 1996, sind dann so die ersten Ölpalmen gekommen. Also man hat jetzt nicht frisch gerodet, ja, sondern man hat das ersetzt quasi. Und das jetzt könnte man jetzt sehr viel sprechen, aber viele dieser Bauern haben dann auch Land bekommen. Die haben das einfach geschenkt bekommen. Da gab es eine Gesellschaft, IDA hat die geheißen, Instituto de Desarrollo Agronomico. Und die Bauern waren ja quasi arbeitslos. Nicht? Und denen hat man dann so ein Grundstück gegeben und hat gesagt, wenn man das bewirtschaftet, nach 10 Jahren nachweislich, dann kann man ansuchen, dass einem dieses Grundstück gehört. Und die haben dann eigentlich großteils Viehwirtschaft betrieben. Das war das Einfachste. Nicht? Also sie haben einfach Kühe gekauft, haben sie auf die Wiesen gegeben und die haben dort alles niedergetrampelt. Man hat meistens zu viele Kühe hingegeben, die sind unglaublich mager. Das Gras gibt nicht viel her. Also das hat nicht sehr viel gebracht eigentlich. Ja. Und manche haben dann aber wieder Ende der 90er Jahre umgesattelt eben auf diese Ölpalme. Das war dann super Geschäft, aber inzwischen ist ja die Ölpalme die böseste Pflanze der ganzen Welt und der Preis sinkt und man kann heute Ölpalmenplantagen sehr, sehr billig kaufen. Ja, in La Gamba. Also die Leute leiden eigentlich unter dem schlechten Weltmarktpreis, weil man in Indonesien Regenwald rodet, was ganz furchtbar ist eigentlich, ja, dass man das nicht unterbinden kann. Aber an und für sich ist die Ölpalme zum Beispiel keine schlechte Pflanze per se. Das ist eine sehr ertragreiche Pflanze, die sehr viel Öl auf kleinem Raum produziert, muss man auch sagen. Aber als ich nach La Gamba kam, hörten wir Kettensägen. Jeden Tag. 93. Da gab es ein Forstgesetz und das wurde dann geändert. Ich glaube, es war 96, wurde das geändert und dann war plötzlich Schluss. Und dann begannen eigentlich, dass man eine Forstwirtschaft ein bisschen aufbaut. Ja, mit Teakholzplantagen und mit Melina-Plantagen. Und das hat eigentlich den Druck auf den Regenwald auch genommen, weil Costa Rica braucht ja Holz. Die waren ja zum Teil dann auch einmal Holzimporteure. Die haben aus Nicaragua und aus Honduras haben die Pinus importiert, also Föhren. Weil der Wald selbst so geschützt war und sie selbst kein Holz hatten. Das war eine interessante Zwischenphase, die heute wieder vorbei ist. Also jetzt gibt es eh diese Teakholz und diese Melina-Plantagen. Mittlerweile auch einheimische Hölzer, die angebaut werden. Was wurde dieses Gesetz eingeführt gegen die Abholzung? Es gibt ein sehr strenges Forstgesetz in Costa Rica inzwischen. Das hängt immer auch von den Ministern ab, ganz klar. Der Wechsel war vielleicht etwas stärker als bei uns. Also es geht rauf, runter. Und es gab zu dieser Zeit einen Minister, und der war sehr auf der Seite dieser Schlägerungen. Das war so eine Übergangszeit auch, muss man sagen. Und ich denke mal, es ist oft, bevor es dann streng wird, schaut man noch einmal weg. Ja, und man hat weggeschaut und da sind wirklich die Trucks gefahren, also auf der Interamerikaner, ein Truck nach dem anderen mit Holz. Und man hat gewusst, also bis zu diesem Zeitpunkt geht es noch, können wir holzen und danach ist es aus. Und da wurde dieses strenge Forstgesetz eingeführt. Man kann heute in Costa Rica zum Beispiel nicht einfach einen Baum umschneiden, das geht nicht. Ja. Sondern man muss ansuchen beim Umweltministerium mit Papieren, das ist sehr kompliziert und viele machen es dann gar nicht, weil sie sagen, das interessiert mich nicht, das ist zu kompliziert. Und man muss also ansuchen, dann kommt ein Forstingenieur, der schaut sich das an und dann gibt es wieder ein Papier, der das erlaubt und dann, wenn man den Baum umgeschnitten hat, braucht man wieder ein Papier. Also das ist sehr komplex. Und das wurde zu dieser Zeit, ich glaube, es war 96 oder 97 eingeführt. Um ein Beispiel zu nennen, bei uns in der Station ist ein Baum aufgegangen, ein Cedro Amargo, sehr schöner Baum. Das ist der, wo man so eine Zigarrenkiste aufmacht, ist oft drinnen so ein kleines, dünnes Furnier, riecht sehr gut. Und der ist bei uns aufgegangen, in 15 Jahren ist das so ein Baum geworden und wurde gefährlich.
dass auf ein Haus drauf fällt. Dann wollte man den offiziell einfach umschneiden und zu Brettern machen lassen. Das war nicht möglich. Irgendwann haben wir ihn in der Nacht umgeschnitten. Ohne Erlaubnis. Ganz einfach. Um dieser Gefahr, es war eine Gefahr. Ja. Und die hätten uns dann wahrscheinlich nicht umschneiden lassen. Also das Ganze wird auch ad absurdum geführt. Ich bin schon jahrelang als Tourist in Costa Rica gewesen und wir landen da immer in San José. Und der Verkehr, gerade dann um die Weihnachtszeit, ist ja dort enorm im Central Valley. Wir versuchen da immer möglichst schnell rauszukommen. Aber auch an den Küsten sieht man dann die meisten eben mit ihren SUVs herumfahren und unglaublich viele Mopeds von Einheimischen und Quads. Und der Verkehr wächst ja auch sehr stark in Costa Rica in den letzten Jahren, auch durch die Interamerikaner zusätzlich noch. Wie stellt man sich das dann national vor, da von den fossilen Brennstoffen wegzukommen und den Verkehr da zu reduzieren oder auf eine andere Brennstoffart umzustellen? Naja, ich war das letzte Mal vor einem Jahr drüben. In dem Jahr scheint sich einiges getan zu haben. Ja? Also vor allem oben in Nordwest-Costa Rica, also auf der Halbinsel Nicoya, scheint es viele von diesen Tankstellen inzwischen zu geben. Also das Netz wird, dieses Tanknetz, das elektrische, wird scheinbar ausgebaut. Die ganze Flotte von diesen Fahrzeugen ist völlig überaltert. Ja? Und es sind, ja, wie man sich das vorstellt, ich glaube, man muss sehr viel Geld hineinpumpen, man muss es attraktiv machen, aber letztendlich will man auf diese E-Mobilität kommen. Ja. Ich sehe das eigentlich auch problematisch. Ich kenne die unterschiedlichen Zugänge zur Mobilität. Viele haben natürlich fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht E-Busse, dass das bald einmal gibt. Ja. Im Privatverkehr, wer soll sich das leisten? Also ich habe jetzt auch nicht die Antwort. Ich kann nur sagen, vielleicht hilft auch die Weltbank. Costa Rica hatte auch 2019 diesen großen Preis von den Vereinten Nationen bekommen. Vielleicht hilft das alles. Also vielleicht will man auch Costa Rica als das Beispielland machen und einmal schauen, wie es wirklich gehen könnte. Vielleicht wird Geld von außen hineingepumpt. Also ich glaube nicht, dass es die Costa Ricaner selbst schaffen, da plötzlich auf die E-Mobilität in den wenigen Jahren umzusteigen. Also ich glaube auch, dass das schwierig werden wird. Weil ja. wenn man da in, also ich kenne Guanacaste sehr gut und da gibt es ja auch sehr oft Stromausfälle, mehrmals pro Tag, wo dann in den ganzen Lokalen die ganzen Blender und Mixer und so weiter eingehen. Und das stelle ich mir mit der E-Mobilität nicht so leicht vor, mit den ganzen Ladestationen. Ja. Aber angeblich, wie gesagt, also voriges Jahr soll sehr viel gemacht worden sein. Ja. Mhm. Naja, ich bin über Weihnachten jetzt 5 Wochen dort gewesen, meine Frau dann fast 3 Monate. Also so viel hat man da nicht gesehen von dieser E-Mobilität noch. Also das kann kein Riesensprung gewesen sein von 2019 auf 2020. Nein, also ich drüben war, da war überhaupt noch nichts. Ich glaube, ja, in San Jose vielleicht das eine oder andere Fahrzeug. Ja. Ja. Ja, werden wir schauen, in welche Etappe das dann wirklich hineinkommt. Ne? Bis 2030 wäre ja mal Zeit, da etwas zu tun und dann muss man langfristig schauen, wie das weitergeht. Ja, meine Frage wäre gewesen, weil ich es sehr spannend gefunden habe, wie diese Indigenen leben und dass die sehr ressourcenschonend leben und eigentlich eine sehr nachhaltige Lebensweise haben. Und das ist ja das, wo wir ja wieder zurückfinden wollen, aber wir wollen ja gleichzeitig auch nicht unseren Wohlstand aufgeben. Und deshalb würde mich interessieren, wie Sie den Lebensstandard der Indigenen einschätzen. Also wie kann man sich das vorstellen? Haben die Smartphones, haben die Internetzugang? Haben die, oder würde das, wenn wir versuchen, so eine ähnliche Lebensweise zu haben, wie diese haben, würde das für uns viel Verzicht bedeuten? Oder wie würden Sie das einschätzen? Darf ich das sehr ehrlich sagen? Ja. Die Frage ist nicht beantwortbar, ist eigentlich unsinnig. Das heißt, jede menschliche Gesellschaft
muss ich sozusagen die Werte und die Vorstellungen vom guten Leben erst einmal bilden. Für einen Bribri-Indianer, wenn man mit dem unterwegs ist und mit ihm spricht, und die sprechen alle sehr gut Spanisch, insofern kein Problem, und man fragt ihn, was erwartest du vom Leben? Was ist das gute Leben für dich? Ja? Buen vivir, also wie machst du das und was sagt deine Frau dazu und mag die das und so. Dann kommt ein anderes Bild zum Vorschein, als zum Beispiel, wenn Sie mich fragen. Wenn ich hier in Wien bin, dann ist für mich das gute Leben, das, was ich als angenehm und als unangenehm empfinde, das ganz ungleich verteilt. Also mir geht der Verkehr wahnsinnig auf die Nerven hier, wenn ich zurückkomme, zum Beispiel aus einem Waldgebiet, nicht längere Zeit dort war, und da denke ich mir, wie können Menschen sich so etwas antun, so zu leben? Ja? Sie sehen, es kommt hier auf Wertigkeiten, auf Vorstellungen an und auf eine Lebensgrundlage, die man selbst bestimmen kann, dass man Autonomie bewahrt, dass ich mein Leben gestalten kann. Und diese Gestaltung des Lebens, die wird ja auch bei uns ständig neu, also revidiert. Also ich kenne viele, die aus der Stadt weg sind aufs Land und umgekehrt. Ich kenne Leute, Österreicher, aus Kärnten, die wahnsinnig froh sind, dass sie jetzt endlich in Wien leben, und die wollen überhaupt nicht mehr nach Kärnten zurück, weil ihnen das alles viel zu eng ist. Ja? Also ich glaube, dass man nicht glauben soll, dass es da ein Modell für alle gibt, sondern dass man, das ist eben die Fähigkeit der Menschen, das, was wir Kultur und Gesellschaft nennen. Wir schaffen uns Bedingungen für ein erfülltes Leben. Und wenn uns das gemeinsam gelingt, dann geht es uns allen gut. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, wie das oft ist, dann gibt es Auseinandersetzungen. Und dann muss man schauen, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber ich glaube, dass es für einen Indianer, ob er jetzt im Ruderleiberl geht und ein Handy in der Hand hat, die haben alle natürlich Handys, weil sie miteinander in Verbindung bleiben wollen. Die Guaymi, die Kaffeeernten sind in Nachbarland, in Panama, die wollen natürlich jeden Abend mit ihren Familienangehörigen auf ihrem Land in Golfito reden. Und selbstverständlich, wunderbar, das geht auch, ja. Verbraucht doch nicht sehr viel Strom. Manche gehen steigen auf einen Hügel hinauf, damit sie empfangen können. Also die Kommunikation ist etwas allgemein Verbreitetes, weil das alle als einen Vorteil sehen. Aber das heißt nicht, dass in anderen Bereichen der Kultur sie sich anpassen. Sie sehen das überhaupt nicht als attraktiv an. Also ich denke schon, dass wir nicht glauben sollen, dass unsere Art der Lebensgestaltung, das, was wir als westliche Zivilisation nennen, dass das für die meisten Menschen auf unserer Erde wirklich attraktiv ist. Das glaube ich nicht. Meine Erfahrung in Lateinamerika zeigt mir, dass es sehr unterschiedliche Modelle gibt, wie man sich's gut gehen lassen kann. Gut leben wollen wir alle, aber auf sehr unterschiedliche Art. Danke. Sorry. Okay, ich hätte jetzt noch eine letzte oder ja, vorletzte Frage, nur eine kurze zum, wo der gewonnene Sauerstoff von der Tropenstation La Gamba eigentlich dazugerechnet wird zu Costa Rica oder zu Österreich, weil das ja doch auch ein österreichisches Projekt ist. Und zum Schluss, ja, was können wir eigentlich uns von Costa Rica abschauen für Österreich? Wo könnte man hier Anknüpfungen finden, um in Österreich den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Unser CO2 wird noch nirgends angerechnet. was man sich abschauen kann, die Costa Ricaner sind sehr offen, finde ich. Ja, also man findet sehr gut einen Zugang, sie hören zu und sie nehmen neue Ideen wesentlich besser auf als so mancher Österreicher, Europäer vielleicht, auch weil wir glauben, wir sind so super. Das könnte man sich vielleicht abschauen. Die Costa Ricaner leben wesentlich mehr an der Natur noch und haben also wesentlich bessere Zugänge zur Natur und auch ein größeres Naturverständnis. Ja. Ich glaube, das könnte man sich abschauen, mitnehmen. Ich merke auch,
Ich veranstalte auch also Exkursionen und Naturstudienreisen. Und wenn ich dann diese Projekte herzeige und durchs Land führe, dass die Mitreisenden sehr fasziniert sind von dieser Vielfältigkeit, von dieser Ursprünglichkeit und auch von der Lockerheit der Costa Ricaner. Das wäre so dieses Pura Vida. Das sollte man so ein bisschen abschauen. Das ist aber schwierig. Costa Ricaner gelten ja als einer der glücklichsten oder die glücklichsten Menschen. Und das merkt man, also wenn man von diesem Land zurückkommt, es wirkt nach. Ja, ich glaube, das sind super Abschlussworte. Ich danke euch nochmal wirklich ganz herzlich für eure besonderen Beiträge und das spannende Thema und den aktuellen Input oder Informationen dazu. Und ja, ich wünsche allen einen sehr schönen Abend. Danke auch für alle Besucherinnen und Besucher, dass ihr da wart.